Wir sehen hier eine schematische Darstellung des Speicherwerks mit seinen von 0 bis n durchnummerierten Speicherzellen. Momentan sind noch alle Speicherzellen leer, aber das entspricht nicht der Realität, denn sobald ein Rechner eingeschaltet ist, sind auch Werte in den Speicherzellen gespeichert. Gehen wir der Einfachheit halber mal davon aus, dass überall Nullwerte abgelegt sind. Das Speicherwerk empfängt nun über den Adressbus eine Adresse und weiß damit, welche Speicherzelle angesprochen werden soll. Für diese angesprochene Speicherzelle gibt es nun zwei Möglichkeiten. Entweder kann der in dieser Zelle gespeicherte Wert ausgelesen und über den Datenbus bereitgestellt werden, oder aber es wird ein Wert vom Datenbus gelesen, der dann in genau dieser Speicherzelle abgelegt wird. Woher weiß aber das Speicherwerk, welche diese beiden Funktionen es ausführen soll? Es wird ein weiteres Signal benötigt, welches vom Steuerwerk gesendet und über den sogenannten Steuerbus beim Speicherwerk ankommt. Insgesamt sieht das Zusammenspiel von Speicherwerk und dem Bussystem also so aus.